Servus, liebe Trader. Heute möchte ich gerne gemeinsam mit euch mal wieder einen Blick auf Aktienrankings werfen, unseren vorgefertigten Templates, die ihr dort nutzen könnt, um nach spannenden Aktien zu screenen. Und ihr seht es auch schon hier im DAX, nach dem herben Abverkauf aufgrund der Corona-Krise sehen wir heute erstmal wieder starke Stabilisierungstendenzen. Deswegen werfen wir auch gleich mal einen Blick auf den US-Markt, um spannende Titel zu identifizieren. Ihr wisst ja, direkt über den Trading Desk könnt ihr euch zu Aktienrankings verlinken lassen und dort werfen wir heute speziell mal einen Blick auf die High Growth Investing Strategie. Das ist nämlich ein vorgefertigtes Template, das verschiedene Qualitätskriterien berücksichtigt, um vor allem Aktien zu finden, die gesund und effizient wachsen können. Gerade jetzt, wo die Unsicherheiten oder die Rezessionsängste natürlich entsprechend gerade zunehmen, möchte man wissen, was man sich hier ins Depot legt, wie ist das Unternehmen qualitativ aufgestellt, und mit High Growth Investing findet man, wenn man so möchte, gesunde und starke Wachstumsaktien. Es ist hier sehr umfangreich, was berücksichtigt wird. Ganz kurz im Überblick: berücksichtigt werden zum Beispiel Unternehmenswert zum Umsatz, die Margen, aber auch das Umsatzwachstum auf Jahresbasis, PEG-Ratio bzw. auch der Verschuldungsgrad, gerade jetzt natürlich auch nicht ganz unwichtig. Und insgesamt ist es so, dass dann 16 mögliche Punkte erzielt werden können anhand dieser Kriterien. Sobald mindestens 12 dieser 16 möglichen Punkte erzielt werden können, scheint die Aktie dann auch auf. Mit drei weiteren Punkten, nämlich einer Wachstumsrate von mindestens 10% innerhalb der letzten 3 Jahre, einer Marktkapitalisierung von über 300 Millionen und einem Jahresumsatz von mehr als 100 Millionen, filtern wir dann auch Penny-Stocks und uninteressante Aktien gleich mal heraus. Schauen wir es uns am besten einfach mal an. Wir laden das Template und führen den Scan-Vorgang durch. Dauert immer einen kurzen Moment und dann sehen wir sofort spannende Aktien, die starke Wachstumsraten verfügen und gleichzeitig auch diese erwähnten Qualitätskriterien aufweisen. Wir haben hier zum Beispiel eine eHealth, die wirklich gerade den Online-Versicherungsmarkt revolutionieren kann, oder besser gesagt den Versicherungsmarkt mit den Online-Lösungen. Hier kann schon ein sehr umfassendes Angebot offeriert werden und immer mehr Menschen nutzen auch den Online-Vergleich, aber auch Unternehmen natürlich, um sich oder die Mitarbeiter zu versichern. Das Ganze ist bequem im Internet möglich und eHealth hat hier, wie gesagt, auch vor allem mit dem Hintergrund Medicare eine sehr spannende Wachstumsstory zu bieten. Wir sehen auch hier, das Umsatzwachstum hat sich ja schon im Jahr 2018 beschleunigt. 2019 ging es jetzt spürbar wieder nach oben und das sehen wir auch hier im Kurs. Wir finden also gleich Aktien, die sich wirklich als Bullen zu erkennen gegeben haben, noch vor der Krise. Und auch jetzt finden wir bei diesem Template eben Aktien, die entweder im Bereich ihrer Hochs notieren können nach wie vor, so wie eine Regeneron Pharmaceuticals zum Beispiel, oder wir finden auch zuletzt stark abgestrafte Titel wie Fortinet, einem Cybersecurity-Spezialisten. Hier sehen wir auch schon seit Jahren ein konstantes und stabiles Umsatzwachstum. Der Kurs geht wie an der Schnur gezogen nach oben. Jetzt gibt es hier nach dem Rücksetzer möglicherweise bald wieder eine gute Einstiegsmöglichkeit. Vor allem da die Wachstumsstory unverändert intakt ist. Immer mehr Unternehmen verlagern ihre Geschäftsprozesse in die Cloud-Bereiche. Jetzt müssen aufgrund der Corona-Krise auch mehr Leute vom Homeoffice aus arbeiten und Fortinet hat hier umfassende Lösungen geschaffen, um zum Beispiel den E-Mail-Verkehr oder Apps in Echtzeit zu überwachen und so eine gewisse Sicherheit im Bereich des Datenschutzes zu gewährleisten. Regeneron Pharmaceuticals, hier sind wir im Healthcare-Bereich, forscht unter anderem an Gegenmitteln gegen das Covid-19. Das ist natürlich gerade ein Kurstreiber und sorgt für Wachstumsfantasie. Gleichzeitig hat man aber auch mit Eylea ein sehr wichtiges Produkt auf dem Markt, das speziell bei verschiedenen Augenerkrankungen eingesetzt werden kann, wie zum Beispiel diabetischem Makulaödem, also DMÖ, einer der häufigsten Erblindungsursachen bei Diabetikern. Und auch Bereiche wie Onkologie etc. können hier mit neuen Produkten erobert werden. Also insgesamt auch eine sehr vielversprechende Mischung. Hier sehen wir auch, dass gerade erst der Breakout aus dem Abwärtstrend hier erfolgt ist. Und mit ja, nur wenigen Klicks könnt ihr solche spannenden Aktien identifizieren. Wenn euch die genauen Nachrichten zu diesen Aktien interessieren, dann werft am besten auch mal einen Blick in unsere neue Super Performance Aktien Rubrik. Dort haben wir diese Unternehmen unter anderem als unsere Favoriten gelistet und verfolgen diese auch, was News-Impulse betrifft.
Jetzt möchte ich aber noch mal ganz kurz zu Fortinet zurückkommen und euch zeigen, wie ihr mit unserem Aktienterminal ganz schnell überprüfen könnt, wie viele dieser Punkte jetzt eben erzielt werden können bei diesem Ranking und warum gerade auch Fortinet genau im Blick behalten werden sollte. Jetzt gehen wir noch mal ganz kurz zurück zum Trading Desk und gehen zum Aktienterminal. Dort könnt ihr einfach das Kürzel oder den Aktiennamen eingeben. Nehmen jetzt hier, wie gesagt, Fortinet. Haben jetzt hier schon mal umfassende Ergebnisse zu allen Fundamentaldaten, können jetzt hier zum Beispiel bei den Scoring-Systemen auch auf High Growth Investing umschalten und sehen jetzt zum Beispiel, dass genau 12 dieser 16 Punkte erfüllt werden. Abzüge gibt es hier, sehe ich jetzt gerade nur beim PEG-Ratio sowie auch beim Umsatzwachstum auf Jahresbasis, das nur bei 19,7% lag. Ansonsten überall die volle Punktzahl. Und das sieht hier insgesamt sehr gut aus. Gleichzeitig haben wir bei den Visualizations nochmal eine zusätzliche Möglichkeit mit anderen Qualitätskennziffern. Hier können sogar 15 von 15 Punkten erzielt werden, also ein durchwegs gesundes und rentables Unternehmen. Ihr habt hier schnell zusammengefasst das aktuelle KGV, KUV, falls ausgezahlt Dividenden und dann Informationen zu Wachstum, Stabilität, Profitabilität. Auch die Kursentwicklung und Volatilität, auch gerade in solchen Marktphasen interessant, dann Sicherheit und Bilanz und dann auch noch rote Flaggen, was die Bewertungskennziffern betrifft. Gleichzeitig habt ihr dann grafisch dargestellt, wie das Unternehmen beim Wachstum im Vergleich zu Konkurrenten oder anderen Einzelwerten abschneidet. Ihr habt eine schnelle Risikoanalyse und könnt euch so ganz schnell einen Überblick zu euren Favoriten verschaffen. Klickt euch am besten einfach mal durch. Ich verlinke euch noch ein paar andere Anleitungsvideos dazu in der Beschreibung und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Screenen und natürlich dann viel Erfolg mit euren Trades.